Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Muster ist dieses sehr schöne Strickmuster, welches aus einer Maschenzahl teilbar durch 3 plus 2 Randmaschen und 8 Musterreihen besteht. So sieht die Vorderseite aus und so die Rückseite. Dieses Muster ist sehr gut geeignet für Jacken, für Schals, für Decken. Man kann viele, viele schöne Sachen damit machen und es ist gar nicht schwer. Ich habe 14 Maschen auf meiner Nadel. 14, weil wir gesagt haben, teilbar durch 3. Ich habe es mal 4 genommen, das sind 12 plus 2 Randmaschen, 14. Eine Rückreihlenkermaschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite erscheint und es geht los mit Reihe 1. Die Randmasche stricke ich rechts. Und nun, Arbeitsfaden ist hinter der Arbeit. Ich hebe eine Masche auf die rechte Nadel ab. Und zwei Maschen rechts stricken. Eine, zwei. Das ist der Musterrapport der ersten Reihe. Nochmal, Faden ist hinter der Arbeit. Eine Masche abheben. Zwei Maschen rechts stricken. Eine, zwei. Eine Masche abheben, zwei Maschen rechts stricken. Eine, zwei. Eine Masche abheben, zwei Maschen rechts stricken. Eine, zwei. Und die Randmasche stricke ich auch rechts. Reihe 2. Die Randmasche stricke ich wieder rechts. Und nun zwei Maschen links stricken, eine, zwei. Arbeitsfaden ist vor der Arbeit und eine Masche abheben. Das ist der Musterrapport der zweiten Reihe. Nochmal, zwei Maschen links, eine, zwei. Faden ist vor der Arbeit, eine Masche abheben. Das wiederholen wir bis zum Ende der Reihe. Zwei Maschen links, eine Masche abheben, zwei Maschen links stricken, eine Masche abheben und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 3, die Randmasche stricke ich wieder rechts und nun eine Masche rechts stricken, zwei Maschen links stricken. Eine, zwei. Das ist der Musterrapport der dritten Reihe. Nochmal, eine Masche rechts, zwei Maschen links. Eine, zwei. Eine Masche rechts, zwei Maschen links. Eine, zwei. Eine Masche rechts, zwei Maschen links. Eine, zwei. Und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 4. Die Randmasche rechts. Und nun werden alle Maschen links gestrickt. Bis zum Ende der Reihe alle Maschen links stricken. Und die Randmasche stricke ich wieder. Reihe 5. Die Randmasche rechts und nun eine Masche rechts stricken, Faden ist hinter der Arbeit, eine Masche abheben, eine Masche rechts stricken und das ist der Musterrapport der fünften Reihe. Nochmal, eine Masche rechts stricken, Faden ist hinter der Arbeit, eine Masche abheben, eine Masche rechts stricken.
Und das wiederholen wir bis zum Ende der Reihe. Eine Masche rechts, eine Masche abheben, eine Masche rechts. Eine Masche rechts stricken, eine Masche abheben, eine Masche rechts stricken. Und die Randmasche stricke ich wieder rechts. Reihe 6. Die Randmasche stricke ich rechts. Und nun eine Masche links stricken. Faden ist vor der Arbeit. Eine Masche abheben, eine Masche links stricken. Das ist der Musterrapport der sechsten Reihe. Eine Masche links, Faden vor der Arbeit, eine Masche abheben, eine Masche links. Eine Masche links, eine Masche abheben, eine Masche links. Eine Masche links, eine abheben, eine Masche links. Und die Randmasche stricke ich rechts. Siebte Reihe. Die Randmasche rechts. Und nun eine Masche links stricken. Eine Masche rechts stricken. Eine Masche links stricken. Das ist der Musterrapport der siebten Reihe. Eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Und wieder eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Eine Masche links stricken, eine Masche rechts, eine Masche links. Und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 8, die Randmasche rechts und nun alle Maschen links stricken. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen links gestrickt. Und die Randmasche stricke ich wieder rechts. Und das war's. Das sind die 8 Reihen, die stets wiederholt werden. Es ist ein ganz einfaches Muster. Aber wenn das Ganze größer wird, gibt es uns dann dieses sehr, sehr schöne und interessante Ergebnis. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Kanal abonnieren bitte nicht vergessen. Ich freue mich über ein Like und einen netten Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.